Ich habe 250.000 Blöcke Obsidian gefarmt, nur um damit eine ziemlich große Pyramide zu bauen. Doch bevor wir uns das Ergebnis anschauen, zeige ich euch, wie ich an das Obsidian gekommen bin, warum ich unsere wunderschöne Endinsel teilweise zerstören musste und wie aus einer 250.000 Blöcken eine Pyramide wird. Wir spulen jetzt also etwas zurück an den Anfang und starten mit 0 Obsidian. Und zu Beginn hieß es erstmal Baumaterialien sammeln. Wir sind fast fertig. Was uns jetzt noch fehlt, sind die Wither-Skelettköpfe. Das Sammeln der Baumaterialien war dann relativ zügig erledigt und wir konnten uns den nächsten Punkt widmen. Und zwar war es der Plan, dass wir eine Obsidian-Farm mit Hilfe von Withern bauen. Es war dann so geplant, dass wir diese Farm nutzen, um eben Obsidian zu farmen, um dann im letzten Schritt die ganzen Materialien herzunehmen, um die Pyramide zu bauen. Ich war dann also gerade auf dem Weg, die Farm zu bauen, als was ganz Witziges passiert ist. Irgendwie passt es hier noch nicht so ganz. Naja. Nachdem ich also einen neuen Freund gefunden hatte, ging es endlich los mit dem Bau der Obsidian-Farm. Da muss ich so ehrlich sein, dass das Farbendesign natürlich nicht von mir kommt, sondern von IanXO4. Und die Farm produziert dann am Ende stolze 32 Obsidian pro Stunde. Ich meine natürlich 32.000, sonst wäre es ein bisschen wenig. Und ich verstehe irgendwie nur so halb, wie die Farm im Detail funktioniert. Deswegen erkläre ich das Ganze nur kurz oberflächlich. Wir haben insgesamt 3 Baustellen, an denen wir arbeiten mussten. Einmal war das in der Overworld, um genau zu sein, im Endportalraum. Die zweite Baustelle war dann im Nether. Und die letzte und wichtigste Baustelle war dann im End. Es werden also eigentlich alle Minecraft-Dimensionen benötigt. Cool. Kurz das Wichtigste zu den 3 Baustellen. In der Overworld im Endportalraum habe ich ein Netherportal gebaut und zusätzlich dazu musste ich direkt unter dem Endportal einen Silverfisch in einem Boot fangen und dazu einen Schneemann ebenfalls in dem Boot einsperren. Im Nether haben wir eigentlich nicht besonders viel gebraucht, ich musste nur einmal das Portal aktivieren und im End musste ich dann traurigerweise erstmal den Eingang aus dem End-Transformationsvideo wieder abbauen, was schon ein bisschen wehgetan hat. Wer das Video noch nicht gesehen hat, sollte das unbedingt noch anschauen, war auf jeden Fall ein Haufen Arbeit und würde ich definitiv nicht nochmal machen. Jedenfalls kam an der Stelle des Eingangs die eigentliche Farm hin. Wichtig zu wissen ist, dass wir hier den Wither spawnen werden, der dann auf mich schießt, während ich AFK bin und dabei die Obsidian-Spawn-Plattform immer wieder kaputt macht. Wobei der Wither mich eigentlich nicht treffen sollte. Die Obsidian-Blöcke fangen mir dann auf und das ist dann quasi die eigentliche Farm. Umso besser war es dann auch, dass es nicht so ganz nach dem Plan verlief. Wir sind, glaube ich, so gut wie fertig mit der Farm. Wir spawnen jetzt den Wither. Auf jeden Fall klemmt er dann gleich hier drinne. Bin ein bisschen nervös. 1, 2, 3. Oh mein Gott, schnell weg hier. Okay, wir warten jetzt hier. Und zu Beginn lief noch alles voll nach Plan und ich konnte ordentlich Obsidian farmen. Doch als ich die Farm dann zum ersten Mal stoppen wollte, kam es zu dem einen oder anderen Problem. Okay. Die Farm kann ich stoppen, indem ich einfach einen Eisengolem spawne. Der greift dann den Wither an und wir sind befreit. Nice. Oh oh, was habe ich falsch gemacht? Wir müssen den Block hier entfernen. Jetzt muss ich nur noch ganz langsam den Kürbiskopf neu platzieren. Oh oh. Es lief also absolut nicht nach Plan. Auch wenn es eigentlich nicht so schwer ist, den Wither zu besiegen, hatten wir ein Problem. Würden wir in die Nähe der Endinsel kommen, würde er diese zerstören. Deswegen hatte ich richtig verzweifelte Einfälle. Wir suchen einen Luftkampf, die natürlich absolut nicht geklappt haben. Nach einem ewigen Hin und Her konnte ich den Wither dann irgendwann besiegen und die Endinsel sah dementsprechend aus. Das war ja mal ein Griff ins Klo. Ich hoffe echt, das passiert nicht häufiger. Immerhin ist die Farm voll und ich kann das ganze Obsidian schon mal in unsere Basis bringen. Glaube aber, ich brauche noch ein paar mehr Schalkerkisten. Nice. Okay, dann können wir jetzt mal unsere Farm entleeren. Mit Hilfe der Schalkerkisten konnte ich dann die Obsidianblöcke in die Basis transportieren und dadurch hatten wir dann die ersten 32.000 Blöcke geschafft. Okay, die Kisten sind leer, wir können die Farm wieder starten. Let's go.
Wenn die Farm dann mal lief, gab es für mich erstmal gar nicht so viel zu tun, außer abzuwarten. Ich war noch etwas nervös beim Anhalten der Farm, aber da ich wusste, was ich beim ersten Mal falsch gemacht hatte, hat es dann zum Glück geklappt. Beim ersten Mal hatte ich ganz einfach vergessen, diesen Hilfsblock wieder abzubauen, bevor ich den Kürbiskopf platziere, und das habe ich einfach nicht gewusst. Wir standen dann nach der zweiten Runde also bei ungefähr 64.000 Blöcken, was bedeutet, dass wir ungefähr 25% geschafft hatten. Ich bin dann also wieder zurück ins End und habe die Farm wieder gestartet, und es war eigentlich einfach nur ein Hin und Her zwischen End und Overworld, Farm anschmeißen, Obsidian transportieren und es immer wieder. Und auf Nummer sicher zu gehen, habe ich die Farm insgesamt 9 Stunden benutzt. Eigentlich hätten uns 8 Stunden gereicht, aber ich dachte mir, ein kleiner Puffer ist bestimmt nicht verkehrt. So hatten wir dann am Ende fast 290.000 gefarmte Blöcke und ich denke, das war eigentlich ganz ordentlich. Und dass der Wither mir ein zweites Mal ausgebrochen ist, ignorieren wir einfach. Wir sind fertig mit dem Obsidian-Farm. Wir haben jetzt 83 Doppelkisten voll mit Obsidian. Also hier die zwei Reihen, die sind komplett voll. Und hier ist auch alles voll, bis auf diese Kiste. Und das bringt mich jetzt zu einem Problem. Ich weiß nicht, wo ich das hinbauen soll. Das ist nämlich alles ziemlich hügelig. Ich habe mich dann entschieden, die Pyramide über dem Wasser zu bauen, unterhalb der Creeper-Farm und links von der Basis. Und mein Plan war es, die Pyramide insgesamt 500 mal 500 Blöcke groß zu machen. Ich habe mich dann leider verzählt und eine Seite ist etwas kürzer geworden. Es hat aber eine ganze Weile gedauert, bis es mir überhaupt aufgefallen ist. Ich wollte euch nur vorwarnen. Okay, mir ist gerade was aufgefallen, was die ganze Sache nochmal ein bisschen kniffliger macht. Wenn die Pyramide wirklich so groß wird, dann wird die auch relativ hoch. Und ich muss aufpassen, dass wir nicht an das Bildlimit kommen. Die Pyramide wird ungefähr 250 Blöcke hoch und dann sollten wir irgendwo zwischen 60 und 65 sein. Deswegen bin ich eben jetzt am Überlegen, das Ganze einfach auf Seehöhe zu machen. Ich glaube, das mache ich. Würde dann hier starten. Ja, aber ich glaube, das ist gut und dann haben wir hier quasi alles frei. Das klingt gut. Das heißt, es geht los. Kann, glaube ich, jetzt schon sagen, dass das eher eine doofe Idee war. Das ist jetzt eine Länge. Ich weiß nicht, was ich mir hier angetan habe. Direkt über dem Wasser zu bauen hatte einen großen Nachteil und es war mir zunächst gar nicht wirklich bewusst. Das ist mir erst aufgefallen, als ich mit dem Grundriss der Pyramide fertig war. Wir haben die zweite Reihe endlich geschafft und mir fällt gerade auf, ich muss hier ja noch irgendwie einen Boden reinziehen. Ich hilf mir da einfach ganz kurz. Naja, ich habe das Ganze da so ganz locker gesagt, aber so einfach war das Ganze gar nicht. Ich wollte den Boden mit Hilfe von Lava-Eimer gießen und habe mir das total leicht vorgestellt. Und schwer war es dann eigentlich auch nicht, allerdings war es super, super langsam. Und allein dieser Bereich hat schon circa 30 Minuten gedauert und das alles nur für den Boden. Insgesamt macht es aber total Sinn, denn die Fläche ist ja 500 mal 500 Blöcke groß und dann brauche ich für den Boden auch einfach 250.000 Blöcke, die ich gar nicht mit einkalkuliert hatte. Aber ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich bin zum Glück schon deutlich über die Hälfte und damit ich nicht ganz doof werde, habe ich mir schon mal überlegt, was wir mit den Löchern machen, die durch das Gießen mit Lava entstehen. Ich weiß nur noch nicht, welche Lampe ich verwenden werde und deswegen starte ich einfach schnell eine Umfrage auf YouTube und zur Auswahl stehen Redstone-Lampen oder Glowstone. Das Umfrageergebnis war dann auch recht eindeutig und ihr habt euch für die Redstone-Lampen entschieden. Eine sehr gute Wahl, allerdings auch etwas aufwendiger als Glowstone und so langsam hatte ich mich damit abgefunden, dass das Video ewig dauern wird. Ja, ist jetzt auch gar nicht einfach der Versuch, die Schuld auf irgendjemand anderen zu schieben, weil so lange kein Video kam. Naja. Für die Lampen haben wir dann einige Materialien gebraucht. Allerdings will ich euch jetzt nicht schon wieder mit Farmen langweilen, weswegen ich das Ganze kurz im Schnelldurchlauf mache. Als erstes habe ich die Fläche fertig gemacht und es sah dann so aus. Nice. In regelmäßigen Abständen wollte ich dann dieses Muster platzieren und dafür brauchten wir Redstone-Lampen, Redstone-Blöcke, rotes Glas und Goldplatten. Rotes Glas war das einfachste, die Farbe habe ich einfach aus den Rosen der Eisenfarm genommen und das Glas konnten wir einfach aus Sand herstellen. Goldplatten waren ähnlich einfach, dafür bin ich einfach in den Nether und habe Goldklumpen gesammelt. Für die Redstone-Lampen benötigten wir zunächst Glowstone und der kam ebenfalls aus dem Nether. Zusätzlich haben wir für die Redstone-Blöcke und Redstone-Lampen richtig viel Redstone benötigt und es war dann schon kniffliger. Ich habe zunächst versucht, das Redstone in Höhlen abzubauen. Dabei habe ich auch ein Deep Dark entdeckt. Das hat uns aber nicht viel gebracht, da Redstone in Höhlen zu farmen einfach viel zu lange gedauert hat. Also bin ich nebenan in ein Dorf gegangen, habe die Villager dort den Villagern dort freiwillig Arbeit geschenkt, indem ich dort eine Tauschstation gebaut habe. Getauscht habe ich dort Redstone gegen Smaragde, wobei die Smaragde wiederum aus unserer Raid-Farm kommen. Puh. Das Ergebnis sah dann so aus. Ich finde, es hat sich richtig gelohnt und gleichzeitig habe ich einiges an meiner Lebenszeit verschwendet. Aber
Das Wichtigste ist, dass wir jetzt endlich mit der eigentlichen Pyramide anfangen können. Okay. Ah, oh je, das wird mir häufiger noch passieren. Ansonsten sind wir jetzt startklar und können endlich die Pyramide bauen. Und immer wenn es Obsidian alle war, bin ich zurück in die Basis und habe die Schalkerkisten wieder aufgefüllt, nur um dann wieder die nächsten Reihen zu bauen. Ich würde vorschlagen, ich stoppe jetzt einfach mal mit, wie lange ich für eine Umrundung brauche und zähle dabei, wie viel Obsidian drauf geht. Fangen wir an. Die Runde jetzt habe ich 12 Minuten 29 gebraucht. Oh Mann, was ist denn das? In diesen 12,5 Minuten habe ich 1988 Obsidian-Blöcke platziert. Das sind 31 Stacks, ein bisschen mehr. Ich habe dann einfach die ganze Zeit Obsidian-Blöcke platziert und versucht, so schnell wie möglich voranzukommen. Während wir also zuschauen, wie ich die Pyramide baue, würde ich mich gerne kurz entschuldigen, dass so lange kein Video gekommen ist. YouTube ist nur ein Hobby und ich mache das nicht Vollzeit, deswegen komme ich manchmal nicht so schnell voran, wie ich mir das wünschen würde. Ich hoffe natürlich trotzdem, dass euch das Video gefällt. Rein aus Interesse könnten wir nochmal gucken, wie lange wir brauchen, um einmal eine Runde zu drehen. Ich glaube, vorhin waren es ja um die 12 Minuten, wenn ich mich richtig erinnere. Theoretisch sollten wir deutlich weniger Zeit brauchen. 3, 2, 1, los. Stopp. Hui. Ich bin ein bisschen überrascht. 6 Minuten 4. Das heißt, wir haben die Zeit quasi halbiert. Also es ist schon einiges. Es ging also wirklich gut voran und so sah der aktuelle Zwischenstand aus. Es zieht sich ohne Ende. Wir sind aktuell bei 179.000. Das heißt, ungefähr 70.000 müssen wir noch platzieren. Dann dürfte die Pyramide voll sein. Wir befanden uns also quasi gerade im Endspurt, als mir aufgefallen ist, dass irgendwas nicht ganz stimmte. Und ich hatte euch ja schon vorgewarnt. Wir haben ein Problem. Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Gestern, als ich das Bauen aufgehört habe, ist mir was aufgefallen. Ja, man sieht ja jetzt einfach halt gar nichts. Es ist so, dass eine Seite länger ist als die andere, was eigentlich nicht so sein sollte. Genau, hier sieht man es echt gut. Diese Seite hier. Oh. Ja, passt gerade irgendwie perfekt in die ganze Sache rein. Diese Seite hatte die richtige Länge, wobei diese Seite zu kurz geworden ist, da ich mich bei der unteren Länge um sagenhafte 40 Blöcke verzählt hatte. Kein Plan, wie das passieren konnte, ich musste es aber irgendwie fixen. Okay, folgender Plan. Jetzt hier ein 48x48 großes Feld. Ich werde das hier quasi zubauen. Dann hier so eine Art Turm, Erhöhung, wie auch immer. Und dann irgendwann bringe ich dieses 48x48 große Feld fertig zu einer Pyramide. Und genau das habe ich dann auch gemacht. Ich habe ein bisschen rumprobiert, was mir gut gefallen würde. Und im Nachhinein finde ich, dass es sogar besser aussieht, als wenn die Pyramide normal geendet hätte. Ich habe versucht, Steine aus einer Bastion als kleinen Kontrast in die Wände einzubauen, was ich finde, recht gut passt. Und das obere Ende ist dann wieder ganz normal in einer Pyramidenstruktur, wobei ich oben zum Abschluss einen Beacon aus Eisen platzieren wollte. So, und wenn ich das jetzt hier drauf... Jawohl, es klappt! Ah, es sieht schon sehr cool aus. Das sieht schon richtig gut aus. Ich find's cool. Okay, das heißt, wir sind jetzt wirklich endlich fertig mit der... Hilfe. Pyra... Miete. Wir haben jetzt insgesamt 257.000 Blöcke Obsidian gebraucht. Machen wir einfach eine glatte Nummer draus und sagen 257.000. Zusätzlich habe ich die Pyramide noch etwas verschönert. Und zwar habe ich an allen vier Ecken diese Pfeiler gebaut. Bei einem Pfeiler habe ich oben meine gute Schalkerkiste verbrannt und dadurch sind unter anderem so Sachen wie unsere Elytren verloren gegangen. Außerdem habe ich oben auf der Plattform noch ein bisschen Deko gebaut. Das heißt, die Pyramide ist fertig und dadurch ist auch das Video zu Ende. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, ciao.